Moin Leute, was geht? Outlaw Pass Nummer 5 ist seit Dienstag im Spiel. Und natürlich, wie soll's anders sein? Wir kennen ja mittlerweile Rockstar und mit jedem neuen Update kommen auch neue Bugs und Fehler ins Spiel hinzu. Und ja, es ist einfach nur enttäuschend, dass Rockstar das nicht auf die Reihe kriegt, ein Update ins Spiel zu bringen, ohne irgendwelche neuen Fehler heraufzubeschwören. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und einige dieser Fehler schauen wir uns einfach mal an. Aber bevor es losgeht, natürlich wie immer, falls ihr neu seid, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben, was jetzt Red Dead und Red Dead Online angeht. Ansonsten könnt ihr auch gerne in der Videobeschreibung meine Instagram einfach mal abchecken. Okay, so viel dazu, fangen wir einfach mal an. Und zwar, was ist passiert? Natürlich, neues Update, neue Fehler. Outlaw Pass Nummer 5 ist da und wie gesagt, Rockstar kriegt es einfach nicht auf die Kette, mit neuen Content bzw. neuen Updates einfach das Spiel in Ruhe zu lassen. Nein, es müssen immer neue Fehler rein, ist nervig und witzig. Wir sind es ja gewohnt, immer diese Fehlermeldung zu bekommen, dass wir einfach nicht mehr Red Dead spielen sollen, keine Ahnung. Also, das ist ja schon gang und gäbe und es ist einfach nur nervig. Was will man dazu anderes sagen? Natürlich. Neuerdings ist es auch so, dass wir dann kurzzeitig noch mit den Tieren ja ein paar schöne Bilder machen können, wenn wir schnell sind, weil diese einfach mal stillhalten, ist aber ein Zeichen dafür, dass wir dann auch in kürzester Zeit aus dem Spiel fliegen. Wie gesagt, nichts Neues kennt man eigentlich schon. Aber wie gesagt, es sind neue Bugs, Probleme im Spiel aufgetaucht und da ist es schon wieder eine Handvoll, wahrscheinlich sogar ein paar Hände voll. Um einfach nur kurz hier ein paar zu nennen, es ist jetzt neu, dass man teilweise nicht mit den Saloon interagieren kann. Also man kann sich dort keine Getränke holen. Manchmal schmiert das Spiel auch einfach komplett random ab. Kennt man eigentlich schon. Oder dass man mit vielen Dingen einfach nicht mehr interagieren kann. Wie zum Beispiel mit den Jagdwagen, mit dem Pferd, mit Trips oder mit sonstigen. Also seit dem neuen Update bzw. seit Outlaw Pass 5 draußen ist, ist es teilweise oder öfters mal so, dass man mit einigen Dingen nicht interagieren kann. Und das ist halt wirklich schon sehr, sehr schlimm und das tut dem Spiel auch nicht gut, definitiv nicht. Natürlich, bevor jetzt irgendwer wieder sagt, jo, der Stingray, der ist nur am Meckern, nein, bin ich nicht. Es ist halt wirklich einfach nur schade zu sehen, dass so ein grandioses Spiel einfach den Bach runtergeht, weil Rockstar sich nicht vernünftig drum kümmert. Finde ich wirklich schade. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, die machen ja was, die kümmern sich darum, aber halt wegen Corona geht das nicht so schnell. Aber dennoch, im Laufe der Zeit müsste Rockstar es doch eigentlich mal auf die Kette kriegen, aber anscheinend kriegen sie es ja nicht hin. Viele bekannte Bugs sind ja auch immer noch im Spiel, komme ich gleich auch noch darauf zu sprechen. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich schlimm, dass man mit vielen Dingen nicht interagieren kann. Und da hoffe ich halt wirklich, dass Rockstar da endlich was macht, weil so kann es nicht weitergehen. Und es ist halt wirklich einfach nur traurig zu sehen, dass dieses Spiel einfach den Bach runtergeht, nur weil sich nicht ordentlich drum gekümmert wird. Finde ich wirklich schade. Muss definitiv etwas gemacht werden. Und ja, so viel zu diesem Punkt. Das ist halt wirklich ein großer Punkt, dass man mit vielen Dingen nicht interagieren kann. Ansonsten, wie gesagt, die alten Probleme sind immer noch vorhanden. Beispielsweise, dass die ganzen Lieferfahrzeuge verschwinden bzw. einfach despawnen. Egal, ob das jetzt der Händlerwagen ist, der Schwarzbrennerwagen, in der Schwarzbrenner-Story das Boot. Also die Sachen, die können immer irgendwann mal verschwinden. Also das ist immer noch im Spiel drinne. Wirklich sehr, sehr schlimm. Und ich weiß echt nicht, wie lange Rockstar sich da noch Zeit lassen will. Es ist halt wirklich traurig, dass wir dieses Spiel spielen wollen, aber es nicht können, weil Rockstar sich einfach nicht drum kümmert. Finde ich wirklich sehr, sehr schlimm. Und ich kann auch die ganze Red Dead Community verstehen, dass die halt keinen Bock mehr aufs Spiel haben. Finde ich wirklich schade. Und ansonsten natürlich, wie soll es anders sein? Ich habe versucht, ins Spiel zu kommen und seit dem Update ist das halt auch wieder irgendwie eine Qual. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin. Jedenfalls
Seht da gerade, ich starte das Spiel und habe dann halt auch ausgewählt, dass ich einfach ins Lager komme. Da ist halt wirklich gesagt, es ist egal, ob man ins Lager oder halt normal in die Lobby spawnen möchte. Jedenfalls ist mir dort aufgefallen, dass der Ladebildschirm dazu einfach unendlich ist. Also der Schwarzbrenner Unendlichkeits-Blackscreen hat jetzt auch das Eintreten ins Spiel betroffen. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Jedenfalls hier bei 70% ist es bei mir hängen geblieben. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Und ja, was will man da großartig noch zu sagen? Ihr seht gerade, es ist halt wirklich lange, viel zu lange. Und da tut sich auch nichts. Also irgendwie der ganze Clip ging irgendwie über 10 Minuten. Und da habe ich mir gesagt, okay, jo, das ist zu lang. Kein Bock mehr. Musste die Anwendung schließen, habe es nochmal probiert. Und da ging es dann. Diesen Bug hatte ich jetzt schon öfters. Und ich weiß nicht, ob das ein Zeichen sein soll, dass wir Red Dead nicht mehr spielen sollen oder was auch immer. Jedenfalls, es ist halt wirklich schon traurig zu sehen, dass wir nicht mal ins Spiel reinkommen. Und ja, es ist halt wirklich komplett kurios, was Rockstar da macht. Wie gesagt, ihr seht einfach mal hier so den ganzen Clip vorgespult. Wie gesagt, einen Großteil habe ich auch rausgeschnitten, weil es sonst viel zu lang wäre. Und ja. Wie gesagt, alte Bugs sind immer noch im Spiel. Bestes Beispiel jetzt unendlicher Ladebildschirm. Beim Schwarzbrenner hat man den jetzt auch noch teilweise, wenn man ins Spiel rein möchte. Und natürlich gibt es dann noch eine Variante, die zeige ich euch gleich auch noch. Also es ist halt wirklich kurios, was Rockstar da macht. Und das sind wahrscheinlich nicht alle Fehler, die mit diesem Update ins Spiel gekommen sind. Ist halt wirklich nur eine Handvoll und da merkt man halt. Es sind schon gravierende Dinge und da muss definitiv etwas gemacht werden. Vor allem in der Beta war das Spiel auch nicht auf der Höhe, aber es war deutlich besser als das jetzt. Wie gesagt, der Schwarzbrenner und ins Spiel kommen sind nicht die einzigen Sachen mit einem unendlichen Ladebildschirm. Nein, jetzt betrifft es auch noch den Händler. Also es ist einfach nur traurig zu sehen, was Rockstar da macht. Wie gesagt, unendlicher Ladebildschirm habe ich jetzt auch beim Crypt, wenn ich einfach mal das Lager verkaufen will. Und da stelle ich mir echt die Frage, was Rockstar da alles für Probleme hat, beziehungsweise alles falsch macht. Wie gesagt, ich will auch nicht das Spiel irgendwie haten oder so, bevor da jetzt irgendwer ankommt. Ich finde immer noch, dass Red Dead ein super Spiel ist. Die Mechaniken im Spiel sind einfach grandios. Und es ist einfach nur traurig zu sehen, was Rockstar da macht. Wie gesagt, hier Blackscreen habe ich jetzt auch einfach mal vorgespult, dass ihr euch das ganze Elend nicht komplett angucken müsst. Und ja, was will man da großartig noch zu sagen? Ich weiß echt nicht, wie ich da jetzt drauf reagieren soll. Also es ist einfach nur traurig. Wie gesagt, das sind jetzt nur die Probleme mit den großen Spielmechaniken, beziehungsweise den Verkäufen oder halt ins Spiel kommen. Also diese Sachen, die uns zwingen, die Anwendungen zu schließen, wirklich sehr, sehr traurig. Ansonsten gibt es auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel beim Lagerfeuer, dass man Munition bzw. Bewaffnung nicht craften kann. Die wird nicht mal angezeigt. Ich weiß echt nicht, was Rockstar da für Probleme hat. Es ist einfach nur kurios, wie man mit einem Update, was eigentlich das Spiel verbessern soll, so viele Probleme und Fehler ins Spiel bringt. Ich verstehe es echt nicht. Ansonsten neuer optischer Bug. Einfach, dass der Charakter übelst die Zuckungen hat. Ich weiß echt nicht, wie man das hinkriegt. Oder dass die Schnellreise ausgegraut ist und nicht funktioniert, obwohl man keine Missionen angenommen hat oder sonstiges. Und das gibt mir halt wirklich zu denken. Ich weiß nicht, wie man darauf reagieren soll, was man da machen soll. Es ist einfach nur katastrophal, wie es momentan ist. Wie gesagt, also ich will das Spiel auch nicht irgendwie schlecht reden. Ich bin immer noch der Meinung, dass Red Dead Redemption 2 das beste Spiel ist, was bis jetzt auf dem Markt ist. Generell die Story ist grandios, da kann man nicht meckern, außer wenn es jetzt um den Zustand geht, denn komischerweise kriegt Rockstar es auch hin, mit Online-Updates irgendwie die Story zu beeinflussen, dass dort Fehler auftreten. Das bleibt mir ein Rätsel, wie man das hinbekommt, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ich finde es einfach nur katastrophal, was Rockstar mit diesem Superspiel anstellt. Vor allem so viele Fehler gibt es nicht mal in GTA und GTA ist älter. Also
Ich verstehe echt nicht, wie man so etwas hinbekommt. Da muss Rockstar definitiv was tun. Viele von euch springen jetzt auch ab, weil sie sich das nicht mehr antun wollen. Ich kann euch auch verstehen. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass das Spiel es irgendwie auf die Kette kriegt. Weil bei GTA war es auch so, dass es erstmal nicht gelaufen ist und jetzt mittlerweile ist es eins der erfolgreichsten Spiele, die es gibt, wenn nicht sogar das erfolgreichste. Und naja, wie gesagt, das waren jetzt nur ein paar Fehler, die mir aufgefallen sind. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was euch noch so aufgefallen ist und ob ihr Red Dead überhaupt noch spielt oder nicht. Würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, das war's im Großen und Ganzen mit dem Video. Und wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen und ciao.